Grüß dich. Heute geht das Video wahrscheinlich etwas länger. So, hol dir mal wieder einen Tee, ein Glas Wasser oder Kaffee oder sonst was. Ich warte ein bisschen, bis du dir dein Getränk geholt hast. Es gibt nämlich viel zu erzählen. Es tut sich enorm viel. Also jetzt so ab dem 1.10. bis zum 16., 17., 18.10. kann es uns sehr wohl wirbeln. Es kommen so viele neue Informationen. Es ist so spannend. Ich fühle mich wie in einer Waschmaschine im Schleudergang. Aber im positiven Sinne. Auf der einen Seite fühle ich mich pudelwohl. Und das Neue bewirkt eben diesen Schleudergang, das, was ich noch nicht einordnen, noch nicht wirklich verstehen kann. Und dazu habe ich einmal dieses Bild gezeigt, schon vor ein paar Wochen, aber das spielt sich jetzt gerade auch wieder ab. Es ist quasi wieder total aktuell. Hier so meine oder unter anderem auch deine Aura und wir werden eingehüllt von Neuem. Also ich erlebe jeden Tag in einem ganz anderen Gefühl. Das ist nicht zu erklären, das ist zu erfühlen. Und ich wurde auch gefragt, was mache ich, wenn es mich denn so schleudert? Erstens nehme ich es an, ich akzeptiere es, ich schaue, was es mit mir macht, was es bewirkt und was gerade geschieht. Ich versuche es einzuordnen, ich versuche es zu verstehen, ich schreibe manchmal das eine oder andere auf und komme dadurch zu Antworten und zu Verständnis. Wie du auch merkst, mein Halschakra arbeitet auch intensiv. Das hat nicht nur mit Sprechen zu tun, sondern eben auch mit Fühlen, mit Gefühlen. Ich mache natürlich Sport. Das löst innerer Stress sozusagen, innere Unruhe löst das bei mir auf. Und natürlich der Wald, die Natur, da erhalte ich Gelassenheit, Reinheit, erfahre Reinigung, Klarheit. Und meine Gedanken beruhigen sich. Also auch ich habe meine Themen. Absolut. Also ich bin nicht, weil ich jetzt die neue Seele habe, beziehungsweise die mit neuer Energie gefüllt ist, keine Themen mehr. Ich bin absolut Mensch. Das ist so. Und ich bin auch, ja, ich kann sagen, ich bin gerne Mensch. Doch, doch, es gab Zeiten, da war ich nicht gerne Mensch, aber inzwischen finde ich es so mega spannend und interessant auf dieser Erde, dass ich nicht gehen mag. Nein, ich bin hundertprozentig im Körper angekommen, hundertprozentig in diesem Leben, hundertprozentig auf dieser Erde und doch habe ich die Verbindung zur geistigen Welt, zur Seele, zu Neuem. Und das ist das, was im Augenblick so ein bisschen wirbelt, dieses Neue. Das hat auch mit dem neuen Heilen zu tun. Der eine oder andere mag sich angesprochen fühlen, das neue Heilen. Wie funktioniert das? Was ist das? In meinen Augen, so wie ich die Informationen erhalten habe, spielt sich viel über die Augen ab. Die Hände werden immer gebraucht. Die Berührung ist wichtig oder die Energie zu transportieren mit den Händen. Das wird, glaube ich, immer sein. Aber die Augen spielen auch eine ganz große No- Rolle im neuen Heilen, also sozusagen in der Zukunft, wobei in der Zukunft nichts fixiert ist, nichts feststeht. Die geistige Welt zeigt mir nur das eine oder andere und ich gebe das weiter. Was dann du daraus machst oder andere Menschen daraus machen, ist dann ganz das ihre oder was ich daraus mache. Auch die Pflanzen, die Kräuter, die Heilkräuter oder die giftigen Kräuter verändern sich. Sie haben oder bekommen andere Wirkkraft, andere Informationen. Die Bäume zum Beispiel haben Informationen erhalten, aber das ist schon länger her.
die Chemtrails zu verarbeiten. Also die Chemtrails berühren sie nicht. Sie reinigen sie in den Baumwipfeln und runterkommt oder auf die Erde kommt oder auf den Waldboden kommt. Reinste, klarste Energie, Luft und Heilfrequenzen. Und das von den Pflanzen oder den Heilkräutern oder den noch angeblich giftigen Pflanzen, ja, also das finde ich auch interessant, aber das entwickelt sich. Hier ist es einfach wichtig, dass du auf deine Gefühle hörst, wenn dich zum Beispiel Pfefferminz anspricht, aber jemand anderes sagt, in deinem Zustand solltest du keine Pfefferminz verwenden, weil, Punkt, 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 aber dein Körper sagt, doch, ich mag das, ich brauche das jetzt. Dann nimm es. Nimm es. Und auch was die geistige Welt sagt, du darfst nicht vergessen, meine Channelings sprechen viele an. So kann es sein, dass das eine oder andere, was die geistige Welt sagt, nicht das deine ist, nicht mit dir übereinstimmt. Dann nimm das aus diesem Channeling raus, was dich anspricht. Es ist nicht das ultimative, was da gesagt wird, dass das vollkommen richtig ist. Das mag für jemand anderer richtig sein, aber für dich ist etwas anderes richtiger. Okay? Das ist mir noch wichtig, dass ich das weitergebe. Wichtig ist, Eigenverantwortung übernehmen. Das, was du fühlst, ist richtig. Okay? Und jetzt in dieser Zeit, wo wir eben geschüttelt und gerüttelt werden und vielleicht unsere Gefühle wirklich verrückt sind, verrückt, also nicht verrückt, sondern einfach verrückt, ist Erdung wichtig. Erdung bringt uns wieder aus dem Kopf, aus den Gedanken raus. Es bringt die Energie durch unseren Körper in die Erde und wenn wir uns auf die Erdung konzentrieren, sind wir nicht im Kopf. Natürlich sind wir multidimensional, wir können mehrere Dinge auf einmal tun, aber die Gedanken nicht, das Ego nicht. Und wenn wir uns erden, dann sind wir mit unserer Aufmerksamkeit dort und nicht hier drin, nicht im Kopf drin. Meine Themen sind zum Beispiel im Augenblick Gelassenheit, Geduld. Ich möchte zurzeit dieses und jenes und alles gleich auf einmal erledigen und machen und tun. Da spielt auch unsere Website eine große Rolle. Wir sind sie gerade am Erneuern, also wundere dich nicht, wenn das eine oder andere gerade mal nicht so funktioniert. Und das ist viel Arbeit, das hätte ich unterschätzt. Dann die E-Mails, die Fernausbildung, die Channelings und ich liebe mein Tun, ich liebe all das, was jetzt ansteht. Und da fehlt mir manchmal die Geduld und die Gelassenheit, aber da hilft mir dann wieder Sport und der Spaziergang mit Werner, das Laufen mit Werner im Wald, dann passiert genau das. Also mein Thema ist im Augenblick die Gelassenheit, die Geduld und ah ja, das fand ich so interessant. Und das kam auch in einem meiner Träume zum Vorschein. Das schlechte Gewissen. Dadurch, dass im Augenblick so viel los ist und ich nicht immer auf alle Mails so eingehen kann, wie ich es wirklich gerne würde, kommt da ein schlechtes Gewissen hoch. Und da habe ich mich mit der geistigen Welt unterhalten und mal gefragt, wo kommt denn das Gefühl her? Was ist das? Was bedeutet das, ein schlechtes Gewissen zu haben? Und sie haben mir erklärt, schlechtes Gewissen bedeutet, dass der Mensch denkt, etwas falsch gemacht zu haben. Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, habe ich nicht. Kommt es dann aus der Kindheit, dass ich da etwas falsch gemacht habe? Schon des Öfteren, natürlich. Wir lernen ja immer dazu. Es kommt ja immer was Neues dazu. In der Kindheit vielleicht mehr als im Alter? Nein. Wir lernen im Alter genauso viel wie in der Kindheit, wenn wir wollen. Aber natürlich
anders, anderes. Ja, aber da war eben der Gedanke, etwas falsch gemacht zu haben, intensiver als jetzt im Augenblick, also in der Kindheit mehr als jetzt im Augenblick. Und ich habe mich mit diesem Gefühl näher beschäftigt und es ist mir auch im Traum erschienen. Ich habe ja auch im Traum des Öfteren ein schlechtes Gewissen gehabt. Und wenn du etwas im Traum erlebst, im Traum fühlst, dann hat das unter anderem auch damit zu tun, dass du es im Tagesbewusstsein nicht unbedingt mehr erledigen brauchst, dass es im Traum geheilt wird. Und da war ich mega froh darüber, denn ein schlechtes Gewissen haben ist nicht immer angenehm. Ja, wie du siehst, ich habe auch so meine Themen. Absolut. Und das macht das Leben auch so interessant. Stell dir vor, es wäre nichts los, es wäre nichts zu bearbeiten, es wäre nichts zu lernen. Wie fad wäre dann das Leben? Es geht nur darum, wie gehe ich damit um? Und ich möchte noch auf etwas eingehen. Im letzten oder vorletzten Video habe ich noch dieses Symbol gezeigt, wo du das Wasser informieren kannst. Da möchte ich noch auf diese 333 eingehen. Das Grau. Ich habe die geistige Welt gefragt, warum verwenden wenig Menschen Grau? Oder warum ist die Farbe Grau nicht so beliebt wie Rot und Grün und Gelb und Weiß? Wobei Weiß keine Farbe ist, aber trotzdem möchte ich es erwähnen. Grau hat ja auch so den Hintergrund, es liegt im grauen Bereich, es ist unerklärbar, es ist unübersehbar, also man kann es nicht einordnen. Der graue Bereich hat auch mit dem Mystischen zu tun. Das Mystische ist auch nicht immer erklärbar. Und das ist absolut mein Bereich. Das ist absolut mein Gebiet. Und darum verwende ich auch oft mal Grau. Ob das in der Zeichnung ist, ob das bei Heilarbeit ist, ob das bei Reinigungen sind. Denn auch das Grau hat eine ähnliche Frequenz, ein ähnlicher Klang oder Schwingung wie das Violett, wie die Veränderung. Grau beinhaltet auch eben das Neue und das sieht man auch hier bei diesem Bild. Das sind unterschiedliche Grautöne und hier, das ist Violett. Aber das und diese Menschen hier, das ist Grau. Aber verschiedene Farbtöne. Und das Grau hat auch mit Veränderung zu tun, aber mehr und mehr mit dem Mystischen. Und das ist absolut mein Gebiet. Hat jetzt nichts mit der Mystik zu tun. Die Mystik kommt vor bei einer Serie, wie heißt die noch einmal? Die Mystik. Vielleicht kennt sie der eine oder andere von euch, die so ihre Haut verändern kann, ihre Hautfarbe, ihre ganze Erscheinung verändern kann, die Mystik. Auch Gandalf, der Graue, hat sich dann verändert zum Weißen und im Grauen lernt man eben, auch Gandalf hat viel in seinem Grau gelernt und ich bin im Moment auch enorm am Lernen. Also das bewirkt diese Zeichnung hier gerade. Ja, und das Wirbeln, lass dich nicht beeindrucken. Nimm es an, fühle es, durchlebe es. Je mehr du gewisse Dinge annimmst, umso leichter tust du dir. Also wie dagegen ankämpfen, bringt sowieso nichts. Warum gegen etwas ankämpfen, das gerade da ist, das da ist, bringt nichts. Was aber noch helfen kann in so einer Wirbelphase, sind Videos von Jan Marc. Der eine oder andere von euch kennt ihn bereits. Ich habe ja auch schon Mails erhalten, weil mein Name in einem anderen Kanal verwendet wurde, weil dort meine Sprache, die Lichtsprache, das Channeling der Lichtsprache verwendet worden ist, ob das schon in Ordnung sei, ob ich das wüsste. Also vielen Dank, dass ihr mich darauf hinweist.
Danke, weil ich habe auch nicht überall meine Aufmerksamkeit, meine Augen, und wenn ich dann darauf hingewiesen werde, bin ich sehr froh darüber. Ja, und ich weiß darüber Bescheid. Ich habe Jan-Marc diese Lichtsprache zur Verfügung gestellt, damit er eben eine Musik drauflegt, ein Video draus macht, besondere Bilder. Ich werde sie in der Infobox verlinken. Vielleicht magst du mal bei ihm vorbeischauen, denn auch solches tut gerade in einer so wirbelnden Zeit uns Menschen sehr, sehr gut. So erde dich, bleib bei dir, gönne dir Auszeiten und Ruhe, und es wartet mega Interessantes auf uns, viel Neues. Worauf ich sehr gespannt bin, ist eben dieses neue Heilen in Anführungszeichen, weil wir können ja nicht andere heilen, es heilt sich jeder selbst, aber wir bekommen neue Werkzeuge, und das finde ich so hochinteressant. Gerne werde ich in meinen Kanal. Ja, Entschuldigung. War gerade kurz woanders. Gerne werde ich diese Informationen natürlich an dich weitergeben, sofern ich dann das eine oder andere Information erhalte. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Von der geistigen Seite her begrüße ich dich. Ich heiße dich herzlich willkommen in deiner Erneuerung. Es mag für den Menschen im Augenblick eine Herausforderung sein, dieses Leben auf Erden, und doch spürst du in dir eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, diese Zweisamkeit zusammenzubringen, geschieht automatisch. So fühlt sich der eine oder andere von euch geteilt oder außerhalb seines Körpers oder einfach nicht ganz bei sich oder so schwammig oder so leicht betrunken. Genieße diese Zeit, denn sie trägt enorme Veränderung in sich, die du nutzen wirst, nutzen kannst, in deiner Zukunft, in deiner Berufung, in deinem Tun. Der Mensch erlebt gerade Enormes, wie er noch nie in einem Vorleben auf dieser Erde erleben konnte. Doch du bist deswegen nicht allein und schon gar nicht einsam. Denn viele von euch fühlen sich auch unverstanden, einsam, alleingelassen. Dieses sind Gefühle aus einem Instinktbereich deinerseits, die mit einem Vorleben zu tun haben könnte, aber auch mit einem Gefühl zu tun hat, das du nicht fühlen magst, nicht mehr erleben magst. Aber gerade jetzt kann es sich auflösen, gerade jetzt ist es wichtig, es zu fühlen, weil du auf der anderen Seite auch weißt, dass du nicht alleine bist, obwohl das Gefühl dir das erzählen mag. Wir wissen, dass wir euch immer wieder erzählen, vertraue deinen Gefühlen. Jetzt, wo dieses Tohuwabohu, dieser Durcheinander ist, kannst du dann deinen Gefühlen vertrauen? Wenn da so alles durcheinander ist, wenn da so viel auf einmal ist? Ja, natürlich, denn du lernst zu sortieren, du lernst genau hinschauen, du lernst beobachten. Kamakei kentive telie telie und kivoi toi samtare mere entikai teies. So sind die Werkzeuge, die du jetzt verwendest, in diesem Graubereich,
in diesem mystischen Bereich, in diesem Violetten der Veränderung, dir dienlich mehr denn je. Mit Werkzeugen meine ich das Pendel, die Aurasprays, dein Essen, deine Nahrung, deine Familie, eine Umarmung, die Lichtkristalle, der Bergkristall, der Turmalin, deine Karten, deine Engelkarten oder Tarot, je nachdem, was du verwendest, deine Werkzeuge. Habe neue Informationen und Kraft erhalten von deiner geistigen Begleitung. Fühlst du dieses? Fühlst du, dass du mit deinen Werkzeugen anders umgehst als sonst, dass sie besser zu dir sprechen können als einst? Weil es so ist, weil du in diesem Wandel bist, wo alles intensiver wird, was dir gefällt, was dir dient. Neue Werkzeuge sind euch Menschen gebracht worden und ihr verwendet sie. Es sind die alten Werkzeuge, die neue Informationen, neue Energien haben, damit du weiterkommst oder deine Informationen weitergeben kannst. Kalamere kentikere entio vaidam samaketo isha entelettet entisei koitais vaitem teremere enti koida lais lais okoem lais. Eingekehrt bist du in deine Heimat, in deinen Körper und hast schon Verschiedenstes besucht, beobachtet, gesehen, gelernt daraus. Mit Verschiedenstem besucht meine ich Lichttempel, andere Planeten, andere Sterne, andere Universen, Mutter Erde an sich, Naturwesen, Geistwesen. Schon vieles besucht, kennengelernt, gelernt daraus, Seminare, Workshops, Bücher, andere Menschen, Beratungen und so weiter. Und jetzt beginnst du all dieses Wissen umzusetzen, dass das natürlich Zeit braucht in deinem Leben, dein Verstand Zeit braucht, dein Ego Zeit braucht, dein Körper Zeit braucht, um es zu ordnen. Ist verständlich, oder? So geh in die Ruhe und trau dich, nichts zu tun, und gerade das Nichts unterstützt dich darin. Immer mehr wirst du das Gefühl der Neutralität haben, neutral sein, neutral reagieren können auf das eine oder andere. Bist du deswegen gefühlskalt geworden? Nein. Nur neutral. So beobachte dich und deinen Wandel und begrüße, was da ist, und nimm die Werkzeuge, die du benötigst, zur Unterstützung deinerseits. Mag auch sein, dass du gar keine Werkzeuge mehr brauchst, dann ist dein Körper dein Werkzeug, deine Aura, dein Energiefeld dein Werkzeug, deine Art und Form des Channelns dein Werkzeug. So wie es ist, so wie du es empfindest, ist es absolut richtig und nicht wie andere es erzählen oder ich, ein geistiges Wesen aus der Alexuana-Frequenz, erzähle. Nicht einmal das ist richtig, wenn du es nicht im Herzen fühlst. Wenn du im Herzen fühlst Bestätigung, Wärme, Geborgenheit, ein Ja-Wort, dann ist es für dich passend. Denk daran, du bist eine Seele, die sich enorm weiterentwickelt, auf ihre Art und Weise. Und später kehrst du wieder heim, wenn du dann diesen Körper verlässt. Und bleibst du lange daheim? Wir glauben es nicht. Wir glauben, du wirst auf diesen hochinteressanten Planeten der Mutter Erde sofort wieder zurückkehren wollen, weil es so interessant ist. Natürlich bist du durch den Schleier des Vergessens gegangen, doch du beginnst dich zu erinnern, immer mehr.
Und da kann die Dunkelmacht nichts dagegen tun. Da kann das, was jetzt auf der Welt geschieht, nichts dagegen tun, dass du dich beginnst zu erinnern, in deine Kraft und Klarheit zu kommen, um die Welt zu verändern und zu gestalten, so wie es damals zu Lemurien oder Atlantis Zeiten gewesen ist, wobei auch Atlantis einen enormen Umbruch erlebt hat, damit du dahin kommen kannst, wo du jetzt bist. Aber die Energie Atlantis kehrt zurück, wie auch Lemurien in dieser Frequenz vermischt wird mit Atlantis und eine neue Welt zum Vorschein kommen mag, zum Vorschein kommt. Das ist beinahe das Einzige, was fixiert und sicher ist. Wann es eintrifft, entscheidet ihr Menschen. Ihr seid auf dem Weg dahin. Und es ist gut so, wie es ist. Hab keine Bedenken. Rüge dich nicht. Lobe dich mehr. Wenn es die anderen nicht tun, tu es selbst. Vayosohe. Danke, danke dir. Dankeschön. Ja, den Schlusssatz, den habe ich jetzt noch mitbekommen und der ist wirklich sehr wichtig. Lobe dich. Lobe dich doch öfter. Wann hast du dich denn das letzte Mal gelobt? Das habe ich gut gemacht. Ich habe es mit mir zur Angewohnheit gemacht, vor dem Einschlafen den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und mich da und dort selber zu loben. Auch ich tue mir noch schwer, Lob anzunehmen von anderen Menschen. Was weiß ich, warum das so ist. Ist halt so. Auch ein Thema von mir. Aber sich selber loben ist viel hilfreicher, geht viel rascher, als wie auf das Lob der anderen zu warten. Und auch wenn du andere lobst, denk daran, das Innere kann vom Äußeren nicht unterscheiden. Wenn du den anderen lobst, sei nicht sparsam damit, dann gibst du auch das Lob an dich selbst. Okay? Dem anderen tut's gut, ob er es annehmen kann oder nicht, spielt hier gar keine Rolle, sondern das Innere glaubt dann, aha, ich werde gelobt. Da kennt es keinen Unterschied zwischen Innen und Außen. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und genau, vielleicht hast du den Kanal noch nicht abonniert und möchtest eben auch die eine oder andere neue Info dann von der geistigen Welt erhalten. Abonniere den Kanal, das kleine Glöckchen aktivieren, dann wirst du gleich informiert über Mail, wenn was Neues im Kanal steht, im Internet ist. Bis dann. Tschüss.